Das ist für die Patientinnen und Patienten auch in isolierten Bereichen schon hart, wenn man praktisch nur so Mondmänner und Frauen sieht, die total verkleidet sind. Die sind natürlich zum Teil, muss man sagen, wirklich auch am Anschlag ihrer Kapazitäten, ihrer Kräfte. Ich bin wirklich sehr beeindruckt, was die Kolleginnen und Kollegen da leisten, auch unter diesen besonderen Bedingungen. Und das bleibt denen auch nicht im Kittel stecken. Ich glaube, wenn wir heute so in die Nachrichten schauen und wir sehen da Kurven, Diagramme, Statistiken, Zahlen, Zahlen, Zahlen. Und wie wichtig ist es, hinter diesen Zahlen, hinter diesen Kurven und Statistiken immer den einzelnen, ganz konkreten Mensch im Blick zu haben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kannst du glauben, dem Podcast des Bistums Münster. Ich bin Ann-Christine Ladermann und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Man kann es leider nicht anders sagen. Mehr als ein Jahr lang schon hat uns diese Corona-Pandemie fest im Griff. Vor allem in den Krankenhäusern herrscht immer noch, beziehungsweise schon wieder, Ausnahmezustand. Da liegen die Patientinnen und Patienten, die einen besonders schweren Verlauf des Virus haben. Aber auch die Ärzte und das Pflegepersonal kommen da echt an ihre Belastungsgrenzen, weil sie ja Tag für Tag damit konfrontiert werden, was das Virus anrichten kann. Und auch das ist dann so eine Art Ausnahmezustand. Zum Krankenhaussetting gehört aber auch die Krankenhausseelsorge. Und die Menschen, die dort arbeiten, sind Ansprechpartner für die Patientinnen und Patienten, aber auch für die Angehörigen und für die Mitarbeitenden. Also für alle im Krankenhaus und wahrscheinlich sind sie momentan noch mehr gefordert als sonst. Aber wie geht's den Seelsorgenden eigentlich damit? Was hat sich auch für sie verändert, für ihre Arbeit? Und, das finde ich auch eine ganz schwierige Sache, es geht bei Seelsorge ja auch um das Dasein, um Nähe. Und wie kann man das bei diesen ganzen Schutzmaßnahmen überhaupt leisten? Ich spreche heute mit Pfarrer Dr. Leo Wittenbecher. Er ist im bischöflichen Generalvikariat der Referent für den Bereich der Krankenhausseelsorgerinnen und Seelsorger und er ist selbst auch der leitende Klinikpfarrer am Universitätsklinikum hier in Münster. Am UKM besteht das Seelsorgeteam aus 6 katholischen und 2 evangelischen Seelsorgerinnen und Seelsorgern und natürlich sind die auch gerade in der jetzigen Situation für die Menschen da. Mit Pfarrer Wittenbecher spreche ich jetzt über seine Arbeit. Er wird uns so einen kleinen Einblick geben. Außerdem möchte ich ihn mal fragen, was Patientinnen und Patienten so beschäftigt, mit welchen Themen sie sich auseinandersetzen, welche Fragen sie haben, vor allem wenn sie keinen Besuch bekommen dürfen. Und ich möchte auch wissen, was ihm persönlich Hoffnung gibt. Hallo Pfarrer Wittenbecher. Hallo, guten Morgen Frau Ladermann. Ich habe es nochmal vorher nachgeschaut, weil die Vorgaben sich ja doch hin und wieder ändern. Seit dem 7. April gibt es im UKM hier in Münster wieder verschärfte Besuchsregeln, sage ich mal. Das heißt, dass nur in Ausnahmefällen Besucher zu den Patienten dürfen, zum Beispiel bei Notfällen, Kinderstationen, im Palliativbereich, auch Geburtshilfe, aber eben wirklich nur in Einzelfällen und nach Absprache mit den Ärzten. Wie fühlt sich das an, wenn Sie jetzt so durchs Haus gehen? Was herrscht da so für eine Atmosphäre? Es muss ja viel leerer sein. Ja, es ist deutlich leerer, weil die Flure sind ja ganz lange Flure, da wo sonst normalerweise wirklich das Leben sich abspielt mit allen Facetten, da ist jetzt praktisch frei, da ist total leer. Was auch im UKM spezifisch ist, die große Schlange vor den Aufzügen, also ich persönlich fahre nicht mit dem Aufzug, aber die Schlange vor den Aufzügen ist total gering. Da freuen sich viele, die mit dem Aufzug fahren. Mir sind die Aufzüge zu eng, ich gehe immer durchs Treppenhaus. Ja. Aber das ist eine Erfahrung, die außerhalb von Corona so nicht war. Ja, also es ist aber schon eine seltsame Atmosphäre, kennt man einfach so nicht. Ja, man hat man den Eindruck, irgendwie ist es stimmt irgendwas nicht. Ich bin hier der Letzte übrig geblieben. In den Abendstunden zum Beispiel durchs Haus gehen, ist schon sehr leer. Ja. Manchmal ein bisschen gespenstig. Ja. Schauen wir mal auf Ihre Arbeit. Beschreiben Sie mal ganz praktisch, wie hat sich so Ihr Alltag als Krankenhausseelsorger durch die Corona-Pandemie verändert? Ja, zum einen glaube ich, dass die sich gar nicht so stark verändert hat. Natürlich ist die Situation im Haus sehr angespannt. Wir hatten ganz am Anfang Beschränkungen, dass wir gar nicht einfach so durchs Haus gehen konnten, sondern nur ganz gezielt auf Patientenanfrage, ganz am Anfang sogar nur virtuell. Das war aber ganz schnell dann miteinander zu lösen nach Hygieneschulungen. Aber natürlich ist die Situation in der Uniklinik jetzt
besonders durch die Maßnahmen auch zum Infektionsschutz, aber dass da viele Patientinnen und Patienten sind und auch sehr viele Schwerkranke, das ist eigentlich nichts Spezifisches für die Corona-Situation. Ändert hat sich natürlich, dass die Patientinnen und Patienten gerade jetzt zur Zeit eben wenig bzw. keinen Besuch kriegen können. Das ist schon für viele bitter. Und da können wir manchmal einfach durch ein Gespräch, das jetzt einfach ein ganz normales Gespräch zwischen Tür und Angel ist, einfach auch mal Zeit vertreiben. Aber da würde ich sagen, das ist eigentlich, gehört irgendwie auch zur Seelsorge dazu, mit den Leuten einfach mal so ins Gespräch zu kommen, in Kontakt, ohne dass man gleich jetzt in tiefgreifendes Gespräch führen muss. Das kommt natürlich auch vor, zum Glück. Aber manchmal ist es einfach auch ein Gespräch, damit man jemand ein bisschen reden kann. Aber Sie sind schon vor Ort bei den Patienten im Zimmer quasi, also jetzt nicht per Video oder Telefon irgendwie zugeschaltet, ne? Okay. Wir können in jedes Zimmer gehen, ganz normal, wie auch zu normalen Zeiten. Wir haben alle eine Hygienefachschule absolviert. Wir sind inzwischen auch mit den jeweiligen Bereichen, in denen wir tätig sind, geimpft. Also da, wo das Pflegepersonal und die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen geimpft sind, da werden wir mitgeimpft in der Uniklinik, sodass wir ganz normal da unsere Arbeit tun können im erweiterten Behandlungsteam, so wie die anderen Kollegen auch. Die Kollegen im Reinigungsdienst, die können das auch nicht von zu Hause aus machen, die müssen auch das Zimmer betreten. So ja. Machen wir das auch. Das stimmt, ja. Wir haben ja zum Glück mittlerweile jetzt nach einem Jahr mehr Wissen über das Virus. Also deshalb können auch mehr Möglichkeiten geschaffen werden, zum Beispiel was Besuche oder auch das Abschiednehmen angeht, ist auch ein wichtiges Thema. Trotzdem kann ich mir vorstellen, wenn Sie jetzt vor Ort sind im Patientenzimmer, dass die Atmosphäre da irgendwie, ja, ist das, kann man das belastend nennen? Also ich denke da zum Beispiel so an die Schutzausrüstung, Maske, Kittel, vielleicht sogar Handschuhe. Was macht das so mit Ihnen und auch mit dem Kontakt zum Patienten, wenn man das Gesicht nicht mehr sehen kann, vielleicht auch die Hand nicht mehr halten kann? Darauf kommt es ja auch manchmal an. Das ist natürlich eine Beeinträchtigung in der Kommunikation, das ist gar keine Frage. So ganz außergewöhnlich ist das inzwischen aber auch für uns nicht mehr, weil das auch in besonderen Bereichen der Uniklinik auch außerhalb von Corona der Fall ist. Natürlich ist es jetzt durchgehend so. Und das ist für die Patientinnen und Patienten auch in isolierten Bereichen schon hart, wenn man praktisch nur so Mondmänner und Frauen sieht, die total verkleidet sind. Oder auch je nachdem, wie ein Patient gelagert ist, sieht man sich überhaupt nicht, weil es da so ein Unterdrucksystem in den Zimmern gibt. Und da muss man sich immer so stellen, dass man nicht in den Luftzug gerät. Das ist schon eine Beeinträchtigung. Also das ist gar keine Frage. Ich würde sagen, das schreckt mich persönlich jetzt nicht mehr, weil das ein Stück zu unserem Arbeitsalltag gehört. Manchmal komme ich mir schon komisch vor, wenn ich mit dem Fahrrad nach Hause fahre und ich habe keine Maske mehr an. Meine Arbeit für mich, würde ich sagen, beeinträchtigt mich das nicht mehr. Aber ich erlebe das schon, dass Patientinnen und Patienten, die niemanden anders mehr sehen, wenn sie in der Covid-19-Station liegen oder in der Knochenmarkstransplantation, erleben sie Menschen über Wochen, zum Teil Monate nur so. Und das ist schon bitter. Also kommt es vor allem auf die Augen und die Stimme an? Ja, die Augen, die Stimme, das Dasein, das würde ich nicht unterschätzen. Das Dasein, auch im Schutzanzug, ist eine Präsenz. Würde ich nicht unterschätzen. Also ich glaube, darauf kommt es wirklich an. Kommt das trotzdem mal vor, dass Sie irgendwie, ich sag mal, die Hand von dem Patienten halten in einer besonders schweren Situation? Ja, jetzt bei einem Corona-Patienten ist das nicht so einfach möglich, aber bei den vielen anderen ist das selbstverständlich möglich. Auch ein Segen. Der Sterbesegen zum Beispiel, den wir spenden, oder die Krankensalbung. Das ist ja auch immer mit Berührung, natürlich mit entsprechenden Hygienemaßnahmen. Ein Pfleger, eine Pflegerin, ein Arzt und eine Ärztin berühren Patienten auch. Und sagen wir, bei der Krankensalbung bekommen die Patientinnen und Patienten oder das Sakrament empfängt ja ein Kreuz mit dem Krankenöl auf die Stirn und auf die beiden Handrücken. Das ist klar mit Berührung. Ja, das geht gar nicht ohne Berührung. Aber wir sind da geschult, wir wissen, wie das geht. Das ist im Grunde wie eine andere Maßnahme auch. Wir sind jetzt wieder mitten so in der dritten Welle, sagt man ja. Die Intensivstationen füllen sich auch wieder mit Corona-Patienten. Auch viele Jüngere sind betroffen. Die haben natürlich auch alle irgendwie Angehörige. Wie können Sie auch für diese Menschen da sein? Denn das ist ja auch Ihre Aufgabe als Krankenhausseelsorger. Ja. Dadurch, dass die jetzt gerade nicht da sind, habe ich schlechten Zugang zu denen. Aber es gibt immer wieder, aber leider auch im Ausnahmefall, Telefonate. Dienstagabend noch hatte ich ein Telefonat mit einer Angehörigen eines Patienten, der im Sterben lag. Die hatten sich morgens verabschiedet.
und haben nochmal darum gebeten, dass jemand zu dem Patienten geht, dann für ihn gebetet, ihm den Sterbesegen gegeben. Was ich ab und zu mache, wenn ich den Eindruck habe, dass das gut ist, dann mache ich diese Begegnungen mit den Patienten dann auch mit Telefon. Also, dass die Angehörigen dann von zu Hause aus zum Beispiel bei diesem Segen dabei sein können. Das muss man aber immer gut gucken, wie sind die Angehörigen zu Hause dann da versorgt, weil das ja auch eine ganz emotional dichte Situation ist. Ist das für denjenigen gut oder schlecht? Das ergibt sich dann aus dem Telefonat. Die Situation ist ja nicht nur belastend für die Patientinnen und Patienten und ihre Angehörigen, sondern auch für die Ärzte und das Pflegepersonal. Und die sind natürlich immer vor Ort, die erleben sie auch. Als Krankenhausseelsorger sind sie auch für die Menschen da. Welche Erfahrungen machen Sie da? Wie gehen die Mitarbeitenden mit den Erlebnissen rund um die Pandemie um? Ja, die sind natürlich zum Teil, muss man sagen, wirklich auch am Anschlag ihrer Kapazitäten, ihrer Kräfte. Ich bin wirklich sehr beeindruckt, was die Kolleginnen und Kollegen da leisten, auch unter diesen besonderen Bedingungen. Und das bleibt denen auch nicht im Kittel stecken. Also das erlebe ich schon, dass da viele auch wirklich belastet sind in dieser Situation. Und gleichzeitig erlebe ich einen ganz großen positiven Zusammenhalt. Viele Fragen, die so auch politischer Art sind, was die Finanzierung und die Besoldung und so angeht, das ist natürlich in allen Kliniken deutschlandweit ein großes Thema, das auch sicher nach der Pandemie nochmal ganz neu angeschaut werden muss. Aber so im ganz konkreten Alltag erlebe ich wirklich einen ganz großen Zusammenhalt und dass man so sieht, was passiert da so an Hilfen, an gegenseitigen, an Austausch, das erlebe ich als wirklich eine Bereicherung. Sie haben als Klinikseelsorger im UKM da auch nochmal, finde ich, ein sehr wertschätzendes Zeichen gesetzt. Mitte April am Nationalen Gedenktag an die Opfer der Pandemie haben Sie für die Mitarbeitenden in der Klinikenkirche eine Klanginstallation aufgebaut, wo den ganzen Tag über Mozarts Requiem, ganz Corona-konform natürlich, zu hören war. Das fand ich war schon so ein tolles Angebot. Das ist uns angeboten worden von der Uni, von der Musikhochschule, das da aufzubauen, die Klanginstallation. Das war ein Geschenk für uns, das wir gerne dann an die Kolleginnen und Kollegen weitergegeben haben. Mir ging es dabei auch darum, das haben wir in diesen Vorgesprächen miteinander in den Blick nehmen können, von der Palliativmedizin her kommend unterscheiden wir vier Bereiche in der Medizin, in der ganzheitlichen Behandlung. Das ist die medizinische Versorgung, die psychosoziale Versorgung, die spirituelle Versorgung und die pflegerische Versorgung. Und in allen Bereichen im Grunde sind die Kolleginnen und Kollegen für die Patienten da, aber auch zu sehen, dass auch Möglichkeiten geschaffen werden können, dass wir spirituelle Angebote für die Kolleginnen und Kollegen der Pflege und des ärztlichen Dienstes und für alle anderen auch aus der Verwaltung, der Administration und allem anbieten können. Dafür war das eine gute Gelegenheit, nochmal auch wirklich so einzutauchen in einen Trost, der aus dem Mozart-Requiem heraus spricht. Leider war dann durch den doch nicht... durch die Notbremse, ne? Genau, durch die Notbremse, das ist nur einen Tag möglich. Aber die Kolleginnen und Kollegen, die da waren, waren tief bewegt davon. Und zwar das Besondere an dieser Installation war ja, dass diese fast 70 Lautsprecher, wenn sie da vorbeigegangen sind, jeweils eine individuelle Stimme gehört haben oder ein individuelles Instrument. Und ich glaube, wenn wir heute so in die Nachrichten schauen und wir sehen da Kurven, Diagramme, Statistiken, Zahlen, Zahlen, Zahlen. Und wie wichtig ist es, hinter diesen Zahlen, hinter diesen Kurven und Statistiken immer den einzelnen, ganz konkreten Mensch im Blick zu haben. Dazu hat dieses Requiem, diese Installation ganz hervorragend Beitrag geleistet. Und das eben konkret verbunden mit einer Botschaft, die eben sagt, der Tod ist nicht das Ende vom Lied. Ja, das war auf jeden Fall nochmal wirklich eine andere Dimension, die man da nochmal öffnen konnte. Genau. Neben dem, was in so einer Uniklinik alles an Technik läuft, wirklich auch diese vierte Dimension, diese spirituelle Dimension und neben der pflegerischen, psychosozialen und medizinischen, die gehört einfach zum Menschsein dazu. Gehen wir nochmal einmal zurück ins Krankenhaus-Setting quasi. Im Krankenhaus hat man ja viel Zeit nachzudenken. Ich glaube, wer schon mal selbst dort lag, kennt das vielleicht. Und ich glaube, wenn man dann auch noch kaum Besuch bekommt, dann ist das vielleicht nochmal stärker der Fall. Sie sind im Gespräch mit den Patientinnen und Patienten. Was für Themen beschäftigen die? Das ist eine gute Frage, weil sich die Patientinnen und Patienten nicht unterscheiden von den Menschen,
die auf dem Prinzipalmarkt rumlaufen. Die ganz normalen Fragen des Lebens beschäftigen sie. Natürlich, je nachdem, wie die Krankheitssituation ist, kann eine belastende Diagnose Thema sein. Es kann aber auch ganz einfach Thema sein, wie geht es meinem Hund? Oder wie kann ich das mit dem Fensterputzen regeln? Wie wird das weitergehen jetzt mit meinem Enkel? Der hat gerade Homeschooling und das klappt zu Hause nicht so richtig. Also da kann ich nur für werben, dass das Krankenhaus ist ein ganz normaler Lebensort. Auch ein Sterbeort, keine Frage, aber auch ein Lebensort. Und das sind nicht nur Spezialthemen, auch natürlich durch Krankheit bedingt, aber das ganz normale Leben geht ja irgendwie weiter. Und das Gleiche gilt auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die denken ja nicht 24 Stunden am Tag nur an Corona. Ja. Da geht es auch darum, wie geht das mit dem Hausbau, wie finden wir eine neue Wohnung, mein Auto ist kaputt, wie kann ich den Spätdienst tauschen, ganz normal, ganz einfach. Suchen in der Pandemie trotzdem mehr Menschen nach spirituellen Antworten, so auf Fragen, die sie vielleicht früher nicht hatten oder verdrängt hatten? Fällt Ihnen sowas auf? Ja, vielleicht so vereinzelt in Kontakten, vor allem mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir erleben ja zurzeit eine totale Unterschiedlichkeit. Also in manchen Kirchen höre ich von den Kollegen, dass da irgendwie wenig los ist. Ich halte sonntags die Messe in Herz Jesu in der Wolbecker Straße. Da sind irgendwie jetzt während Corona mehr als vor Corona. Ich glaube schon, dass Menschen nochmal neu die Frage in den Blick nehmen, was ihr Leben wirklich im tiefsten trägt. Vielleicht hilft da so ein innerer Lockdown auch. Wir müssen eben jetzt schauen, dass wir als Kirche da eine Antwort finden, die auch an dem Bedürfnis andocken, das die Menschen haben. Und da, glaube ich, liegt jetzt der springende Punkt. Ich glaube, dass es jetzt vor allem auf Begegnung ankommt. Und das ist natürlich gerade genau schwer. Wie können wir die gestalten? Aber da, wo es eine Form von Begegnung gibt, da fühlen sich Menschen angesprochen und öffnen sich auch für die Fragen und für die Dimension, die einfach damit verbunden ist, dass es eben mehr gibt als alles. Sie haben vorhin auch schon mal gesagt, dass man auch nach der Pandemie noch mal gucken muss, wie kann sich die Krankenhausseelsorge, der Bereich, die Erfahrung auch mit dieser Pandemie zunutze machen? Was kann sich oder muss sich dann auch vielleicht verändern? Haben Sie da schon Ideen, in welche Richtung sowas gehen könnte? Also inwiefern man diese Erfahrung durch die Pandemie auch mitnehmen kann? Ja, ich glaube nicht, dass sich das nur auf die Krankenhausseelsorge fokussieren lässt. Ich glaube, das gilt für uns als Kirche insgesamt. Und da glaube ich, also ich bin sehr skeptisch, wenn es darum geht, heute schon zu sagen, was wir aus der Pandemie lernen können. Wir sind mittendrin. Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht die Themen, die wir vorher schon wussten, sozusagen jetzt sozusagen von Corona irgendwie nach oben spülen lassen und dann das unterbringen, was wir immer schon gesagt haben, sondern wirklich nochmal hinhören. Und da ging es darum, bei den Leuten zu hören, was ist denn euer Bedürfnis? Oder wie Jesus zu Bartimäus, dem Blinden an der Pforte in der Heiligen Schrift, sagt, was willst du, dass ich dir tue? Da, glaube ich, müssen wir gut schauen, was kann das bedeuten. Mir kam dieser Tage ein Wort von Paul dem VI. Aus Evangelii Nuntiandi 1975 in den Sinn. Da sagt der Papst Paul der VI., dem heutigen Menschen hören lieber oder eher auf Zeugen als auf Gelehrte. Und wenn sie auf Gelehrte hören, dann nur deshalb, weil sie Zeugen sind. Und ich glaube, die Begegnung, die wir in der auch Erfahrung mit Jesus Christus finden können, die will irgendwie in eine Begegnung münden zwischen Menschen. Und da können wir als Kirche, da können wir als Seelsorgerinnen und Seelsorger einen wichtigen Beitrag leisten, dafür zur Verfügung zu stehen. Nicht um Leute irgendwie jetzt für die Kirche zu gewinnen, sondern um ihnen die Erfahrung zu vermitteln, wir sind gemeinsam auf der Suche, wir sind gemeinsam angesprochen von Jesus und seiner Botschaft. Aber es kann nicht so sehr darum gehen, jetzt irgendwie zu schauen, wie können wir irgendwie jetzt danach suchen, welche Konzepte wir künftig verfolgen. Das halte ich für viel zu früh. Ja. Ohne Begegnung wird es nicht gehen. Das merken wir ja gerade durch die Distanz, durch die eingeschränkte Begegnung, dass das, was ist eine Qualität, eine neue Form von theologischer Qualität, vielleicht hätte man das früher mal Communio genannt als theologisches Schlagwort, aber mal ganz banal und alltäglich und menschlich, darauf kommt es an. Ja,
Das ist eigentlich schon so ein kleiner Hoffnungsausblick, den Sie da geben. Deswegen möchte ich zum Ende trotzdem noch mal ganz konkret fragen, weil Sie ja gerade auch bei Ihrer Arbeit in diesem Krankenhausumfeld mit viel Tragik, Schmerz, Angst, Leid konfrontiert werden. Was gibt Ihnen trotz allem so Hoffnung? Also wo erleben Sie auch Mutmachendes? Also Corona, die Pandemie, stürzt mich nicht in eine Hoffnungslosigkeit, weil auch vorher schon klar war, dass Menschen krank werden, dass wir sterben. Der Philosoph Udo Marquardt, der hat das mal auf den Punkt gebracht, der hat gesagt, solange die Mortalität, also die Sterblichkeit der menschlichen Gesamtpopulation nach wie vor exakt 100% ist, geht uns das Thema Sterben alle an. Also insofern ist klar, Corona spült das Thema nach oben, aber das gab es vorher auch schon. Auch vorher gab es Leid, Tod und auch Not, existenzielle Not. Ich glaube, was uns Hoffnung geben kann, ist, dass wir zum einen erleben, wie sehr Menschen zusammenhalten können. Auch in einer Zeit, in der praktisch der Egoismus total Hochkonjunktur hat, in der sich eine Gesellschaft am Empören zum Teil erfreut oder auch wo Corona-Leugner einfach die Realität irgendwie nicht zur Kenntnis nehmen wollen, gibt es ganz unzählig viele positive Erfahrungen im Mitmenschlichen. Das ist so diese Ebene im menschlichen Miteinander. Als Christ gibt mir natürlich auch Hoffnung, dass ich auch gerade jetzt in den Ostertagen im Exultet ist mir das sehr nahe gegangen, dass wir darauf vertrauen können, dass der Tod und das Leid nicht das Ende vom Lied ist, sondern dass Jesus Christus mit uns unterwegs ist und dass Jesus auch Not und Leid kennt. Das haben wir am Karfreitag begangen. Gott kennt das Leid nicht nur aus einer Vogelperspektive, sondern aus eigenem Erleben. Und das gibt mir auch Hoffnung. Das gibt uns allen Hoffnung. Vielen Dank, Frau Wittenbecher, dass Sie uns auch noch mal so gedanklich mit ins Krankenhaus genommen haben und so die Herausforderungen Ihrer Arbeit geschildert haben. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen weiterhin viel Kraft dafür, denn ich glaube, das ist so ein wichtiger Dienst, immer, aber auch gerade in dieser Situation für die Menschen da zu sein. Vielen Dank. Ja, gerne. Das war Pfarrer Wittenbecher aus Münster. Er ist Krankenhausseelsorger am Universitätsklinikum und er hat mal geschildert, wie sehr die Pandemie die verschiedenen Gruppen, also die Patientinnen und Patienten, aber auch die Mitarbeitenden belastet und prägt. Und er hat gesagt, dass ihm vor allem der unglaubliche Zusammenhalt in dieser Zeit Hoffnung gibt. Früher, also vor der Pandemie, war ja zum Beispiel so eine Umarmung etwas völlig Normales und auch die Möglichkeit, etwas auszudrücken. Zuneigung zum Beispiel, aber auch Beistand, Mitgefühl. Mein Kollege Martin Wissmann hat sich Gedanken gemacht zum Thema Nähe und Abstand. Etwas, das uns ja seit mehr als einem Jahr ständig begleitet. Hier kommt sein Gedanke zum Mitnehmen. Es gibt eine Zeit zum Umarmen und eine Zeit, die Umarmung zu lösen. Das verspricht der Prediger im Buch Kohelet in der Bibel unter der Überschrift »Alles hat seine Zeit«. Momentan geht aber beides nicht. Wie schön, wie wohltuend und wertvoll war das vor Corona, Menschen, die mir lieb sind, umarmen zu können, wenn wir uns begrüßen oder verabschieden. Diese Nähe, das einander drücken, die Vertrautheit. Oder jemand aus Mitgefühl in den Arm zu nehmen, ihm oder ihr damit zu sagen, du bist nicht allein, ich bin für dich da, ich stehe dir bei. Das auszudrücken oder auch das annehmen zu können, das fehlt mir und sicher vielen anderen. Solche engen Gesten passen eben nicht in diese Tage mit ihren Aha-Regeln. Das ist nicht erlaubt, schon klar. Und wer wollte schon riskieren, das Virus an seine Liebsten weiterzugeben oder sich selbst einzufangen? Auch wenn es paradox klingt. Abstand zu wahren, muss nicht zwangsweise bedeuten, auf Nähe zu verzichten. Ich habe nicht nur dieses Bild aus dem ersten Lockdown im Kopf, als sich zwei Angehörige umarmten, nur getrennt durch eine durchsichtige Folie in die Ärmel eingearbeitet waren. Kreativität eröffnet manchmal Möglichkeiten. Ich denke auch an die vielen Paare in Fernbeziehung oder an Familien, in denen Einzelne ganz woanders und weit weg leben. Da gelingt es ja auch oft, in vertrautem Kontakt miteinander zu bleiben. Das geht also, wenn man sich nur schickt. Wir können das. Der Prediger sagt,
Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit. Okay, dann ist jetzt also die Zeit ohne Umarmung. Und der Prediger betont, es ist eine bestimmte Zeit. Und bestimmt ist eine Zeit ja nur dann, wenn sie einen Beginn und ein Ende hat. Wie tröstlich. Irgendwann, vermutlich im Herbst, wenn wir mit dem Impfen durch sind und, Gott bewahre, keine impfstabilen Mutanten auftreten, hat diese Zeit ihr Ende. Bis dahin hilft Geduld, Gelassenheit und Demut vor der Ewigkeit. Mit diesem Gedanken zum Mitnehmen von Martin Wissmann und vor allem mit der Hoffnung, dass ganz bald wieder mehr Nähe möglich ist, verabschiede ich mich von euch. Ich bin Ann-Christine Ladermann. Danke, dass ihr zugehört habt. Ihr findet uns unter Kannst du glauben überall da, wo es Podcasts gibt und im Internet auf www.kannst-glauben.de. Tschüss und bis bald.